Hallo, herzlich willkommen zu einem neuen Video aus Daniels Krypto-Ecke. Schön, dass ihr wieder reinguckt. An der Stelle wollte ich mich auch mal bei euch bedanken für das viele positive Feedback, das ich bekomme. Es gibt ja im deutschsprachigen Raum relativ wenig Tutorial-Videos zu solchen Krypto-Themen. Und aufgrund der Reaktion merke ich, dass das wohl gefragt ist. Und ich versuche auch alle Fragen möglichst zeitnah zu beantworten. Und heute geht es um das Thema Polygonmatic. Viele hatten mich gefragt, ob ich dazu nicht mal ein kurzes Tutorial-Video machen könnte, was ich natürlich gerne tue. Und in diesem Tutorial zeige ich euch, wie ihr die Polygonmatic-Blockchain auf Ethereum aufsetzt über eine MetaMask-Wallet. Und worauf ihr achten müsst, was ihr damit machen könnt, so die ersten Steps. Und wenn es euch gefällt, lasst ein Like da, abonniert meinen Kanal. Ich freue mich, bis dann. So, willkommen zurück. Schön, dass ihr dabei geblieben seid. Als erstes zeige ich euch, wie ihr über eure MetaMask Wallet die Polygon Blockchain aufsetzt. Dazu gibt es nämlich ein paar Angaben, die ihr machen müsst, um diese Blockchain mit der Ethereum Blockchain zu verbinden. Praktisch wie eine Brücke sozusagen. Dazu geht ihr hier oben drauf auf das Ethereum Hauptnetzwerk und hier unten auf speziellen RPC. Dann gebt ihr dem Netzwerk den Namen, am besten eben genau, Matic Mainnet. Dann die RPC-URL lautet so, die Chain-ID ist die 137. Dann könnt ihr hier so eine eigene Beschreibung einfügen. Die Block Explorer-URL lautet so. Und wenn ihr das alles so eingetragen habt, dann geht ihr hier einfach auf Speichern und dann seht ihr schon, dass ihr hier im Matic-Netzwerk verbunden seid. Das heißt, ihr könnt jetzt auch bequem zwischen dem Ethereum-Hauptnetz und dem Matic-Netzwerk hin und her wechseln. Genau, jetzt seid ihr im Matic-Netzwerk, jetzt sind wir wieder auf dem Hauptnetzwerk. So, hier oben in die Browserzeile gebt ihr dann diese URL und verbindet die MetaMask Wallet mit der Polygon Blockchain. Der Vorteil der Polygon Blockchain ist einfach der, dass die Transaktionsgebühren, wenn ihr beispielsweise Coins swappt oder staked, deutlich geringer sind als im Ethereum-Netzwerk. Die Gebühren werden eben mit diesem Matic-Token bezahlt und ihr werdet sehen, die Gebühren gehen da wirklich gegen Null. Als erstes müsst ihr natürlich die Coins auf die Blockchain bringen und wie das geht, das zeige ich euch jetzt. Ihr geht also hier rauf, Move Funds from Ethereum to Polygon und ein bisschen habe ich da drauf, genau, das sind jetzt 0,009 Ether. Und der Transfermodus ist hier Point of Sale Bridge und dann könnt ihr diese Ethereum jetzt rüberbringen. Liegt bei einem Euro, bei einem Dollar 66, ist verhältnismäßig günstig. Gestern lag ich irgendwie so bei 4 oder 5 Dollar. So, jetzt schieben wir die einmal rüber. Beschädigen das einmal und die Transaktion ist jetzt gestartet. Die könnt ihr euch dann auch hier direkt auf Etherscan ansehen. Da seht ihr das. Weniger als eine Minute soll das dauern. Okay, dann gehen wir mal zurück. Also was wirklich ganz wichtig ist, wenn ihr hier weitere Token auf die Polygon-Blockchain bringen wollt, müsst ihr immer so ein bisschen Ethereum für die Gas-Fees auf der MetaMask-Wallet haben.
sonst funktionieren die Transaktionen nicht. Ja, das Problem hatte ich jetzt gerade, deswegen musste ich jetzt noch ein bisschen Ethereum auf meine Wallet bringen, um nämlich diese Matic-Token hier auch auf die Polygon-Blockchain zu bringen. Das mache ich jetzt einmal. Hier habe ich ja meine Matic-Token und die nehme ich jetzt einfach von der MetaMask rüber. Klar, hier muss ich natürlich auch die Gas-Fees bezahlen. Aber am Ende werden dann die Meta, die Matic-Token auf der Polygon-Blockchain sein. Auch hier ist die Transaktion jetzt im Prozess und ihr könnt euch den aktuellen Status immer über den Explorer auf der Etherscan Seite angucken. Dauert ein bisschen und dann zeige ich euch gleich, wie ihr die Tokens staken könnt oder tauschen oder was auch immer. So, nach einer Weile habe ich jetzt dann doch die Bestätigung bekommen. Hat jetzt echt wirklich lange gedauert und ja, jetzt warte ich, bis die Coins dann auf der Polygon-Blockchain sind. So, mittlerweile sind die Matic-Token auch auf der Blockchain angekommen. Seht ihr hier oben. Und jetzt könnt ihr zum Beispiel hier hinten diese Token zu MetaMask einfach hinzufügen und dann habt ihr die praktisch immer in der MetaMask Blockchain beziehungsweise in der Matic-Blockchain könnt ihr die dann sehen. Das habe ich schon gemacht, deswegen zeige ich euch das einmal hier. Genau, da seid ihr jetzt praktisch auf dem Matic-Hauptnetzwerk und da könnt ihr eben sehen, dass einmal da die Matic sind und die Ethereum. Und wenn ihr aufs Hauptnetz wechselt, dann seht ihr, dass die Matic hier auch verschwunden sind, weil die jetzt eben auf dieser Polygon Wallet auf der Blockchain eben liegen. So, jetzt habt ihr hier die Polygon Wallet mit den entsprechenden Token. Das heißt, ihr könnt jetzt eure Ether oder eure Matic Token könnt ihr jetzt praktisch wieder zurück ins Ethereum-Netzwerk bringen. Wenn ihr von der MetaMask neue Coins deponieren wollt, dann könnt ihr hier über Deposit gehen. Wenn ihr die verschicken wollt, dann könnt ihr die ausschließlich an Adressen ins Polygon-Netzwerk versenden. Wenn ihr also jetzt hergeht und eure Ether beispielsweise an eine Adresse zu Binance schickt, dann wird das nicht funktionieren. Hier seht ihr auch, dass die Börsen, die das Polygon-Netzwerk unterstützen, hier aufgerufen werden können. Also wenn man hier mal auf die Seite geht, dann kann man eben sehen, dass hier diese Börsen unterstützt werden. BitMEX, MXC, OKCoin. Aber wenn ihr jetzt beispielsweise eine Adresse zu Binance oder Coinbase oder so eure Coins schicken wollt, das wird nicht funktionieren. Das hätte zur Folge, dass dann wirklich die Coins alle verloren sind. Ihr seht jetzt hier liegen 81 Matic-Token und ein bisschen Ethereum. Und der Matic-Token ist im Grunde genommen ja der Sprit oder das Gas, mit dem ihr die Transaktion, die ihr auf der Polygon Wallet oder Mainnet ausführt, bezahlt. Ich zeige euch jetzt zwei Anwendungen. Einmal eine Swap-Funktion, mit der ihr praktisch eure Token untereinander tauschen könnt und einmal eine Staking-Funktion, wo ihr praktisch die Möglichkeit habt, eure Coins zu staken und dafür entsprechend Zinsen einzunehmen, also so ein passives Einkommen. An der Stelle aber nochmal der Hinweis, ich mache hier keine Finanzberatung. Okay, erster Step, Quick Swap Interface. Dazu geht ihr auf folgende URL. Quickswap.exchange und habt hier die Möglichkeit, in Verbindung mit eurer MetaMask Wallet eben eure Coins zu tauschen.
Wir nehmen jetzt als Beispiel einmal die Matic Coins und nehmen hier jetzt aber nicht alle, sondern einfach mal so ein Teil, also 50 Matic, und tauschen die in den Stablecoin US-Dollar. Genau, den können wir im Grunde genommen da gleich hinzufügen, und für diese 50 Matic kriegt ihr aktuell 52,4844 US-Dollar. Und die swappen wir jetzt, und wenn ihr das beispielsweise vergleicht jetzt mit Uniswap oder anderen Tools, werdet ihr gleich sehen, dass das hier sehr entspannte Preise sind. Und das führen wir jetzt einfach mal durch. Wichtig ist, dass ihr immer so ein bisschen Matic auf eurer Wallet habt. Ich habe für mich vorhin den Fehler gemacht, so beim Testen, dass ich meine sämtlichen Matic gestaked habe und dann das Problem hatte, ich konnte die nicht wieder herauslösen und musste jetzt über den Swap erstmal wieder Matic in die Wallet bringen, um die Gasgebühren zu haben, um hier mal wieder rauszukommen. Oh, hier hat sich jetzt der Preis schon geändert. Ja, das akzeptieren wir soweit. Und dann bestätigen wir hier jetzt den Swap. Ja, den Token, den fügen wir direkt hinzu. Und jetzt warten wir hier auf die Bestätigung des Swaps. Und da unten könnt ihr auch sehen, dass der Preis, also die Gas-Fee, 0,15 Matic beträgt. Genau, jetzt müssen wir natürlich noch diesen Swap bestätigen. Und dann seht ihr hier 0,000276 an Gas-Fee. Und oben rechts seht ihr dann jetzt, dass die Transaktion beauftragt wurde. Jetzt müsst ihr nur noch warten, bis das bestätigt ist. Und dann gucken wir uns gleich nochmal die Wallet an und schauen mal, was der Spaß jetzt am Ende gekostet hat. Okay, der Swap ist durch. Das passt soweit alles. Und jetzt gucken wir einmal an, wie das in der Wallet aussieht. Gucken wir, was er jetzt getauscht hat. Gut, das sind natürlich noch Kursschwankungen dabei, aber am Ende liegen wir jetzt hier bei, haben wir immer noch 104,44 Dollar, haben hier oben die 56 Dollar mit drin, den Matic-Token und ein bisschen hier von den Ether noch. Das hat super funktioniert. Jetzt zeige ich euch noch die andere Anwendung, und zwar wollen wir jetzt diesen Stablecoin, also diese US-Dollar, einmal staken und nutzen hierfür den Liquidity Pool von Aave. Das ist diese URL, die ihr hier oben eingeben könnt. Wichtig ist, dass ihr euch im richtigen Markt befindet, also hier oben bei Polygon. Und wir wollen genau den US-Stablecoin, den wollen wir jetzt staken. Hier sind die, da ist die Wallet, die Balance liegt bei 52,63 Dollar in dem Fall. Wichtig ist, dass ihr hier auch im richtigen Netzwerk seid. Ne? Dann seht ihr hier die Verbindung. Also jetzt mal angenommen, ihr hättet jetzt noch keine Verbindung zu eurer MetaMask Wallet. Dann machen wir hier mal eine Disconnection. Dann starten wir das Ganze nochmal. Also das wäre praktisch die Hauptseite. Und dann müsste man natürlich erstmal die Wallet verbinden. Hier oben genau ist wichtig, dass dann auch die Polygon Mainnet hier eingetragen ist. Und das könnt ihr dann eben verbinden mit der Browser Wallet. Und dann seht ihr das hier oben Polygon. Hier seht ihr eure Balance. Und die 52 Dollar könnt ihr jetzt deponieren. Genau. Wir nehmen die komplette Summe, die 52 Dollar. Und wollen die jetzt anlegen. So, die Gebühren seht ihr hier. 0,001 Matic, also verschwindend gering. Dann wird die Transaktion angeführt, genau.
Und jetzt müssen wir die 52 Dollar nur noch rüberschieben. 0,001 ist die Fee. Und jetzt könnt ihr sehen, dass die 52 Dollar drin sind. Für die 52 Dollar bekommt ihr im Jahr 2,91% Zinsen und zusätzlich 1,64% an Matic erstattet. Ja, das war's. Und wenn ihr aus der Nummer jetzt wieder raus wollt, dann müsst ihr praktisch die 52,62 Dollar wieder zurückholen. Genau der gleiche Weg. Dann über die MetaMask Wallet einmal bestätigen. Wichtig ist an der Stelle wirklich immer, dass ihr auch in der Polygon Wallet die Matic Coins habt. So, keine Deposits mehr drin. Wir gucken einmal hier rein, wie sie aussieht. Gucken uns die Wallet an. Ja, und da könnt ihr sehen, im Grunde genommen hat sich da nichts verändert. 104,81 Dollar für hin und her. Das ist wirklich eine super Geschichte. Klar, ihr müsst natürlich die Deposits von der Ethereum-Blockchain hier auf Polygon rübernehmen. Das kostet halt die klassischen Ethereum-Gasgebühren. Aber für Swappen beispielsweise oder für Staken sind die Gebühren wirklich ja, gleich null. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht. Ihr konntet damit irgendwie, kommt damit irgendwie weiter und könnt das anwenden. Vielen Dank. Lasst einen Daumen da, lasst ein Like da, wenn es euch gefallen hat. Ich bemühe mich um weitere tolle Themen rund ums Thema Blockchain und hoffe, euch bald wiederzusehen. Danke. Tschüss.